1Live. Domian. Das 1Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 220 5050. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio live, wie immer, heute unsere Freitagnachtausgabe, auch wie immer eine freie Themenausgabe, wenn ihr euch also gerne mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema, dann ruft mich an unter 0800 220 5050 oder mailt unter domian@wdr.de. Gleich geht's los und zwar mit einer Anruferin und die Anruferin heißt Daniela und Daniela ist, wie alt ist sie? 16 ist sie, hallo. Ja, hallo. Hallo Daniela. Weswegen hast du angerufen? Was ist dein Thema? Ich hatte vor 2 Wochen was mit meiner Freundin. Oh, Sex. Ja. Bitte? Sex. Ja, mehr oder weniger. Was heißt mehr oder weniger? Wie weit ist es gegangen? Also wir haben uns halt gegenseitig gestreichelt und so. Mhm. Okay, das war das erste Mal, dass du mit einer Frau eine solche Erfahrung gemacht hast? Ja, das war das erste Mal. Ja. Bist du im Moment in einer Beziehung? Hast du auch einen Freund? Nee, im Moment jetzt nicht, aber ich hatte schon öfters einen. Ja. Also, bis jetzt hatte ich irgendwie noch nie was mit irgendwie Männern, mit Frauen oder so. Ja. Und halt nur immer irgendwie sexuelle Erfahrungen mit männlichen Wesen. Mit Jungs. Mit männlichen Wesen. Mit Jungs, sagen wir es so. Bitte? Ne? Mit Jungs hast du sexuelle Erfahrungen gehabt. Ja. So, nun ist das passiert. Ihr habt ein bisschen gekuschelt, ein bisschen gestreichelt, aber mir ist nicht passiert. Wie es passiert ist? Nee, ich sag, mehr ist nicht passiert, außer kuscheln und streicheln. Nee. Nee. Nee, das jetzt nicht, aber ich weiß nicht, ich bin halt jetzt voll verwirrt, weil ich nicht weiß, wie es weitergehen soll. Ich habe seit den 2 Wochen, seit es passiert ist, überhaupt keinen Kontakt mehr zu ihr. Ach so. Normalerweise haben wir jeden Tag telefoniert. Würdest du sagen, dass das deine beste Freundin ist? Oder ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall die beste Freundin? Ja, klar. Wie lange seid ihr schon Freundinnen? Also, meine beste Freundin ist sie jetzt seit 2 Jahren ungefähr, oder seit 2,5. Mhm. Aber kennen tun wir uns schon seit, ich glaube 4 Jahre oder ja, so. Ja, ja. Daniela, beschreib mir doch mal, wie es dazu gekommen ist. Ihre Eltern waren halt nicht daheim. Mhm. Und dann waren wir bei ihr im Zimmer. Ja. Wir wollen halt gerade schlafen gehen und ich habe bei ihr mit im Bett geschlafen. Ja. Was aber davor halt auch schon öfters der Fall war. Ja. Und, ich weiß nicht, da ist es halt dann irgendwie passiert. Wir haben uns halt zuerst geküsst und so und dann... Achso, geküsst habt ihr euch auch? Ja. Richtig volle, das ja, volle Programm? Ja, damit hat es halt angefangen. Mit Zunge und so, mit allem drum und dran? Ja, zuerst, also wir haben uns ganz normal einen Bussi gegeben. Ja. Normal zum Einschlafen einfach so. Ja. Und ich weiß nicht, da wurde halt dann irgendwie mehr draus. Kannst du dich erinnern, wer so... Ich meine, das ist ja schon ein Tabu, dann so den ersten Schritt zu machen zu mehr Erotik, sagen wir mal. Ist der von dir ausgegangen oder eher von ihr? Ja, ich weiß nicht, es kam eigentlich eher von, ich weiß nicht. Es ist jetzt schwer einzuschätzen. Ja, ist eigentlich auch egal. Eigentlich ist es auch egal, ihr habt es beide gemacht. Wie fandest du das denn? Das ist wichtig. Ja, also in dem Moment fand ich es jetzt eigentlich ganz schön, nur danach war es halt ein ziemlich bedrückendes Gefühl, als ich dann wieder daheim war. Mhm. Bedrückend? Warum? Das kam dann eigentlich erst mit der Zeit, weil ich dann gemerkt habe, wir haben jetzt keinen Kontakt mehr und so. Mhm. Und ich weiß nicht, ob sie das jetzt irgendwie schlimm findet und... Ja, findest du es denn schlimm? Ich finde es jetzt normal, also wenn wir jetzt ganz normal weiter befreundet wären, würde ich es jetzt nicht schlimm finden, weil ich meine... Würdest du denn gerne noch mehr Schritte in diese Richtung gehen oder sagst du, okay, das ist jetzt mal passiert und mehr möchte ich eigentlich nicht? Nee, eigentlich möchte ich nicht mehr, glaube ich. Ja. Also mittlerweile glaube ich das. Ja. So, ihr beiden. Wie alt ist deine Freundin? Meine Freundin ist 15. 15. Du bist 16 Jahre alt. Ja. Das ist das natürlich ganz, ganz blöd irgendwo, dass ihr nicht mehr miteinander sprecht seitdem. Und ich bin sicher, dass sie, deine Freundin, genauso unsicher ist wie du. Und sie deshalb sich bei dir nicht meldet und du meldest dich bei ihr nicht, weil du auch unsicher bist. Ne? Ja, das hat die Frau am Telefon auch schon zu mir gesagt, mit der ich davor telefoniert habe. Ja. Die hat auch schon zu mir gesagt, dass es vielleicht so sein könnte, aber ich weiß nicht, ich habe irgendwie Angst, dass sie jetzt keinen Kontakt mehr oder so zu mir hat. Nee, weißt du, was du jetzt machen musst, Daniela? Hm?
Du bist ja die viel Ältere, ne, mit 16 Jahren gegenüber der 15-Jährigen. Du machst jetzt den ersten Schritt und du rufst sie an. Mhm. Du rufst sie morgen an und sagst, pass mal auf, lass uns einfach mal treffen. Wohnt ihr in der Nähe? Sie wohnt ungefähr 20 Kilometer von hier. Naja, okay, also ihr werdet schon irgendwelche Mittel finden, dass ihr euch trefft, auch nicht am Telefon. Und lass uns mal in Ruhe quatschen. Und ich finde, dass eine gute Freundschaft so etwas durchaus aushalten kann. Was heißt aushalten? Das ist ja nichts Schlimmes, was ihr gemacht habt. Ihr seid vielleicht einen Schritt weiter gegangen, als das so die Normalität ist. Na und? Machen andere Leute auch. Und deshalb sollte die Freundschaft nicht leiden. Im Gegenteil, vielleicht bindet euch das noch mehr miteinander zusammen, weil ihr diese Erfahrung auch gemacht habt. Auf jeden Fall dürft ihr jetzt nicht schweigen. Es muss gesprochen werden. Mach du den ersten Schritt. Und ich bin sicher, dass sie froh ist, wenn du den ersten Schritt machst. Und dann fragst du sie ganz einfach, wie hast du das empfunden? Und dann erzählst du, wie du es empfunden hast. Und du sagst, du möchtest das nicht nochmal machen und möchtest nicht weitergehen. Und fragst du sie, wie es bei ihr ist. Und dass einfach ein Gespräch entsteht. Das ist ganz wichtig. Ja, das habe ich mir jetzt auch schon gedacht, dass ich das mal machen sollte. Ja. Aber bei mir ist es oft so, dass ich dann irgendwie da so ein Tabu davor habe, darüber zu sprechen. Ach was? Jetzt allgemein bei irgendwelchen sexuellen Sachen. Ja, aber es ist deine Mir im Allgemeinen schwer, über sowas zu reden. Aber du hast ganz toll und offen bei mir hier auch gesprochen. Und das ist viel schwieriger, als mit der besten Freundin darüber zu sprechen. Du kennst mich nicht und hier hören ganz viele Leute zu und das ist viel schwieriger und das hast du ganz toll gemacht. Mhm. Und bei der besten Freundin kannst du das doch auch. Ihr bekakelt doch sonst auch alles, oder? Bitte? Ich sag, ihr bequatscht doch sonst auch alles. Ja, klar, also die weiß eigentlich alles über mich, was sonst eigentlich fast keiner weiß. Ja. Also ran ans Telefon, vielleicht nicht mehr heute Nacht, aber morgen auf jeden Fall. Mhm. Und setzt euch zusammen und quatscht einfach mal alles durch. Okay. Ich find's auch nicht schlimm, was da passiert ist. Ist okay, ist ein Experiment, kann man machen, ist in Ordnung. Ja, ich hab halt jetzt irgendwie Angst, dass sie jetzt vielleicht deswegen keinen Kontakt mehr zu mir will. So, oder? Und deshalb müsst ihr miteinander sprechen, um das zu klären. Mhm. Ne, ist ganz einfach. Und was, wenn sie jetzt einfach auflegt, wenn ich sie dann morgen anrufe? Ach, wollen wir nicht alles, dann schickst du dir eine nette SMS und sagst, du fändest es einfach schön, mal mit ihr zu sprechen, du bist die beste Freundin, da ist was Ungewöhnliches vorgefallen und darüber muss man einfach mal ein paar Worte quatschen. Okay. Ne? Also wenn sie auflegen, was ich nicht hoffe und ich glaube, dann bleib einfach am Ball und versuch's noch auf anderen Wegen. Okay. Okay? Okay, das werde ich jetzt mal machen. Alles Gute, Daniela. Ja, danke schön. Tschüss. Und ja? Domian? Ja? Ich wollte dir noch sagen, dass ich deine Sendung voll klasse finde. Also ich gucke es fast jeden Abend an. Aha. Also jetzt sind die Ferien halt und ich finde es echt voll toll, weil du die Leute wirklich hilfst. Das ist ja nett von dir. Freut mich, dass du sagst. Okay. Tschüss, Daniela. Ja, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, geht doch mal ganz geschwind, vielleicht nicht gerade im Moment, aber nachher oder morgen mal auf www.nachtlager.de. Da könnt ihr nämlich mitentscheiden, über welches Schwerpunktthema wir nächste Woche Mittwoch uns hier unterhalten. www.nachtlager.de, da stehen einige Themen zur Auswahl, da könnt ihr abstimmen. Und das, was ihr dann wollt, machen wir nächste Woche Mittwoch. www.nachtlager.de 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Und die hat auch die Diana gewählt. Hallo Diana, 24 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar, ich habe Anfang des Jahres einen Mann kennengelernt. Mhm. Mit dem habe ich jetzt seit etwas mehr als einem halben Jahr eine Affäre, weil er ist verheiratet. Mhm. Und ja, ich muss sagen, ich bin sehr verliebt in ihn. Mhm. Ich möchte eigentlich schon mehr mit ihm als nur eine Affäre. Wie alt ist er? Er ist 26. Und wie lange ist er schon verheiratet? Ja, seit etwas mehr als 2 Jahren. Ja, gibt's da Kinder? Also momentan haben sie einen Sohn, mhm, aber seine Frau hat eben vor circa einem Monat eröffnet, dass sie jetzt wohl nochmal schwanger ist. Mhm. Wie ist denn... Erzählt er so über die Beziehung und erzählt er über die Ehe? Ja, also es ist ja nicht so, dass es nur eine Affäre ist. Wir sind auch, sag ich jetzt mal, doch ganz gut befreundet. Mhm. Und wenn jetzt irgendeiner von uns Kummer oder Frust oder so hat, dann reden wir da auch drüber. Und von daher wissen wir halt dann doch gegenseitig, wenn irgendwie was ist. Das heißt, er erzählt über die Ehe? Genau. Und was erzählt er über die Ehe? Ja, also wir reden drüber, wenn er mit seiner Frau streitet, was doch ziemlich häufig vorkommt. Ist er unzufrieden in der Ehe? Ja, doch, würde ich sagen. Mhm. Also lässt er doch manchmal das öfter dann verlauten. Mhm. Weißt du, wie die Sexualität bei den beiden läuft?
Ja, also er sagt, es ist da zwar nicht mehr so viel, was das Sexualleben betrifft, weil sie wohl nicht möchte, aber ob es stimmt, weiß ich nicht. Er erzählt es halt und dann glaube ich ihm das, also zumindest. Du bist, um das noch klarzustellen, davon gehe ich aus, du bist nicht irgendwie gebunden? Nein, ich bin Single. Du bist Single? Mhm. Und hast dich jetzt an diesen Mann verliebt? Ja. Wie stellt er denn seine Gefühle zu dir dar? Was sagt er, was er für dich empfindet? Ja, anfangs war es halt so, dass er eben meinte, dass er mich lieb hat. Und dann so nach einer Zeit kam halt dann eben, dass er sagte, ich liebe dich oder ich liebe dich. Mhm. Bloß ich weiß eben nicht, ob ich ihm das so ganz glauben kann. Fühlst du dich so ein bisschen als, ich sag mal, als Zusatzspaß in seinem Leben? Ja, ich komme mir doch manchmal vor wie so ein Lückenbüßer. Mhm. Wie oft seht ihr euch? Ja, also momentan ist es sehr, sehr selten. Ja, ich stehe eigentlich mehr oder weniger immer auf Abruf bereit. Also du, im Klartext, kannst du ihn anrufen? Nein, kann ich nicht. Du bist immer darauf angewiesen und wartest, dass irgendein Signal von ihm kommt? Ja, also per SMS kann ich mich wohl mit ihm in Verbindung setzen, mhm. aber so jetzt direkt anrufen kann ich nicht, weil mhm. eben wegen seiner Frau. Du sagst, ihr trefft euch selten, was heißt das? Einmal in der Woche, einmal alle 2 Wochen oder wie? Manchmal sehen wir uns 2-mal die Woche, manchmal nur 1-mal die Woche, manchmal gar nicht. Ja, wenn ihr euch seht, schlaft ihr dann immer miteinander? Nicht immer, aber es kommt doch meistens vor. Mhm. Trefft ihr euch bei dir in der Wohnung? Oder geht ihr auch schon mal was essen oder ins Kino oder spazieren? Ja, also weggehen selber tun wir nicht. Und das Problem mit dem Treffen ist dieses, er wohnt genau im Haus gegenüber. Ach du lieber Himmel. Ja. Ach du lieber Himmel. Das heißt, ihr könnt euch in die Fenster gucken? Genau. Ach du lieber Gott. Das heißt, du kennst deine Frau auch dann? Ja. Kennt sie dich auch? Seid ihr bekannt miteinander? Ja, also doch. Wir wurden einander vorgestellt. Ich war da wohl auch schon 2-3 Mal bei ihnen. Und ja, wir kennen uns wohl. Hm. Aber das macht die Sache ja noch viel angespannter und pikanter für dich. Das heißt, du guckst aus dem Fenster raus und siehst ihn vielleicht da mit seiner Frau rumsitzen oder siehst ihn und kannst nicht an ihn ran. Ja, das ist sehr hart für mich. Und dann trefft ihr beiden euch bei dir in der Wohnung? Ja. Wie krass für ihn. Er geht genau in der Nachbarschaft, in die Wohnung gegenüber fremd und seine Frau sitzt da und ist schwanger und betreut das andere Kind. Genau. Heftig. Bei aller Liebe, Diana. Ja. Gibt es auch so etwas, dass du das etwas verachtest, was er da macht? Was heißt verachten nicht? Es ist halt einfach so, dass ich mir doch gerne mehr erhoffe. Ja, ja, nee, ich meine anders. Du könntest ja auch in der Rolle sein, die seine Frau jetzt hat. Klar, wäre ich jetzt in der Situation, wie seine Frau wäre, würde ich das mehr als nur mies finden. Aber ich meine immer so grundsätzlich, wenn man so etwas mitmacht mit jemandem, dann denkt man ja auch über diesen Menschen nach. Man denkt darüber nach, ist das korrekt, was der macht? Und man urteilt ja auch über den Menschen. Wie ist das bei dir? Wie beurteilst du sein Verhalten? Ja, also wie ich beurteile, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Weil du selbst eingebunden bist, ne? Ja, weil also ich sehe das so, also irgendwie Mitleid mit seiner Frau selber habe ich nicht. Das Einzige, worum es mir wirklich nur leid tut, ist wegen dem Sohn. Mhm. Ich habe wohl den Eindruck, dass der Kleine mich doch vielleicht ganz gerne mag und so. Und es tut mir halt einfach nur wegen dem Kind leid. Ja. Der Kleine mag dich, das heißt, es gibt auch Verbindung zwischen dem Kind und dir. Ja. Mhm. Also sehr, sehr schwierig alles, das Ganze. Mhm. Ich finde das, deswegen war gerade meine Frage auch so, ich finde das von seiner Seite aus auch sehr übel letztendlich, was er da macht. Mhm. Wie stellt er sich denn eine Perspektive vor? Soll das jetzt immer so laufen oder legt er dir so ein Zuckerstückchen für die Nase und sagt, naja, gib mir noch ein bisschen Zeit, dann komme ich ganz zu dir oder was sagt er? Nee, also es ist jetzt nicht so, dass er zu mir sagt, ja, ich werde irgendwie in geraumer Zeit meine Frau für dich verlassen. Das hat er aber auch von Anfang an gesagt, dass er seine Frau für mich oder egal für irgendeine andere Frau nie verlassen würde. Nie verlassen würde? Nein, also wenn er sich verlässt, dann einfach nur aus dem Grund, weil die Ehe einfach zu Bruch geht und sie miteinander nicht mehr klarkommen. Moment mal, das ist gerade ein bisschen untergegangen. Der hat gesagt, er würde seine Frau nie und nimmer wegen dir oder wegen einer anderen Frau verlassen. Ja.
Das ist ja auch heftig. Ja. Das ist aber auch nicht gerade sehr schmeichelhaft für dich. Nee, nicht wirklich. Das heißt ja im Klartext, Mensch, du gehst mir eigentlich völlig an allem vorbei. Du bist ja praktisch, du bist sexy, wir reden gut miteinander. Aber wichtig bist du für mein Leben nicht. Das heißt das im Klartext. Ja, irgendwie schon. Aber auf andere Art und Weise versucht er mir dann irgendwie klarzumachen, dass ich ihm doch sehr wichtig bin und dass es ihn doch sehr traurig macht und doch verletzt, wenn wir uns eben so selten sehen. Ja, ja, ja. Ja, gut, aber er kann das doch bestimmen, wie oft ihr euch seht, ne? Oder? Genau so sehe ich das auch. Ja. Manchmal habe ich so das Gefühl, er versteht mich einfach nicht. Ja, ich habe das Gefühl, du verstehst nicht genau, was da abgeht. Ich kann das jetzt nicht sagen, ich kenne den Mann ja nicht, aber wie du mir das jetzt schilderst, habe ich die böse Vermutung, dass du wirklich so ein Beiwerk in seinem Leben bist. Der ist vielleicht ein bisschen frustriert in der Ehe und der läuft das mit dem Sex nicht mehr so, wie das früher war. Und da ist dann Diana, die ist praktisch, die ist gleich gegenüber, da hüpfen wir zu dir ins Bett oder wir sprechen mal schön einen Abend uns aus bei dir. So ein Gefühl habe ich. Ja. So, jetzt ist die Frage, wie geht das jetzt weiter? Du bist seit Anfang des Jahres mit ihm zusammen, entwickelst immer mehr Gefühle und möchtest eigentlich mit diesem Mann richtig eine Partnerschaft haben. Ja. Ne? Das ist dein Traum. Ja. So, und dagegen steht seine Aussage, ich verlasse meine Frau wegen dir nicht. Hat er mal sowas gesagt wie, ich bin verliebt in dich oder ich liebe dich? Ja, also sagt er eigentlich schon, ja, regelmäßig, würde ich sagen. Ja, diese Aussprüche nehme ich manchmal nicht so sehr ernst, weil die Leute damit andere locken und das hat dann auch keine Wertigkeit. Mhm. Ich würde mir an deiner Stelle, Jana, irgendwie so innerlich was zurechtlegen, wie lange du das noch mitmachst. Weil, ich sage dir voraus, wenn du das einfach so laufen lässt, bist du sturzunglücklich am Ende des Jahres oder wenn wir noch ein paar Monate weiter rechnen. Der wird sich offensichtlich nicht ändern, der wird nicht seine Frau verlassen. Du wirst dich immer noch mehr in ihn verlieben und wirst immer unglücklicher. Vielleicht ist jetzt noch der Punkt, wo du eine Bremse ziehen kannst und sagst, nee, ich, so bitter es auch ist, ich will diesen Mann. Wenn ich diesen Mann nicht ganz kriege, dann gehe ich, dann lasse ich es sein. Wenn du das schaffst, wäre das groß. Ja, ich meine, ich merke das ja momentan selber, weil irgendwie das Verhältnis von ihm zu mir irgendwie mittlerweile irgendwie ganz komisch geworden. Und ich merke das selber, dass es mir eigentlich nicht wirklich gut tut. Das glaube ich auch, das hört sich auch so an. Jetzt wird die Leitung immer schlechter, Diana. Ich glaube, ich habe aber auch alles gesagt, was ich dazu denke, zu dem Fall, den du mir jetzt geschildert hast. Ich fasse es nochmal einfach so zusammen, dass ich glaube, dass du, lass das nicht mit dir noch sehr lange machen, weil du dabei unglücklich wirst. Wenn du diesen Mann wirklich willst als Partner und das von ihm klar signalisiert wird, dass das nicht geht, dann geh du, weil du sonst sehr, sehr, sehr traurig wirst und sehr, sehr verzweifelt. Und je länger man wartet, umso schwieriger ist es dann, sich von jemandem loszulösen. Von Herzen alles Gute. Ja, danke. Alles Gute. Tschüss, Diana. Ja, tschüss. Hier ist jetzt jemand, die heißt Antonia. Hallo, Antonia. Hallo, Domian. Du bist 58 Jahre alt. Ja, ich bin 58 Jahre alt. Schön, dass du da bist. Hallo. Um was geht's bei dir, Antonia? Muss ich mal schnell ausholen. Und zwar, ich bin seit 1995 Witwe. Mhm. Meine Mutter ist letzten November gestorben. Mhm. Und vor 7 Wochen am 22.07. das große Zugunglück in der Türkei, ist mein einziger Sohn umgekommen und meine Schwiegertochter. Was kann ein Mensch noch mehr aushalten? Sie waren auf Hochzeitsreise. Er war der einzige Ausländer, wie es in der Zeitung stand, österreichischer Staatsbürger, ich bin Deutsche. Ja. Und sie haben am 1.4. geheiratet in München. Mhm. Mein Sohn war Ingenieur bei dem Pipeline-Bau in Tschechien, im Süden der Türkei, in der Nähe von Syrien. Mhm. Und am 23.7. kam die Polizei und berichtete mir über dieses Unglück und den Tod meines einzigen Sohnes.
Also die Polizei hat die schlimme Nachricht dir übermittelt. Ja, das war... naja, gut. Bist du... lebst du alleine? Oder? Ich bin alleine jetzt. Bist du allein? Mein Bruder ist ja 76 und ist krank. Und eigentlich alleine. Und mit dem Vater deines Sohnes? Nichts von der Familie, nichts. Es war mein einziger Sohn. Mein Gott, Antonia, ich kann mir das eigentlich gar nicht vorstellen. Wahrscheinlich niemand von uns, was das bedeutet. Da kommen Polizisten nach Hause und die sagen, ihr Sohn und ihre Schwiegertochter sind bei diesem Unglück ums Leben gekommen. Hat man da Worte? Nein. Kann man überhaupt reagieren? Nein. Gar nichts, ne? Man kann nur, also ich habe nur gesagt, nein, das ist nicht wahr. Nein. Mhm. Das ist nicht wahr, ich war da irgendwo unter Schock. Mhm. Aber die Storch hat noch Nachspiel. Ich habe in meiner Verzweiflung an den bayerischen Ministerpräsidenten geschrieben. Ich rufe aus München an. Mhm. Keine Antwort, auch keine Reaktion von Präsident Erdogan, keine Beileidsbezeugung, nichts. Ja. Was hast du dem Stoiber geschrieben? Ich habe ihm geschrieben, das und das, und dass ich keine Beileidbezeugung von Erdogan oder von jemand von der Regierung bekam, gar nichts. Mhm. Auch von Stoiber, keine Nachricht. Mhm. Weil die dann bin ich zum Anwalt gegangen, wir haben an Dr. Horst Köhler geschrieben. An unseren Bundespräsidenten? Genau, und an den Bundeskanzler Dr. Schüssel, weil er ja Österreicher war. Ja. Keine Nachricht. Was war der Sinn dieser Aktion? Ihr wolltet eine Ich wollte den Hergang, ich wollte eigentlich wissen, wie es passiert, was war los, nichts. Das heißt, bis heute hast du keine offizielle Stellungnahme bekommen? Nein. Weder eine Beileidsbekundung, noch eine Erklärung des Unfalls, eine Einordnung, gar nichts? Gar nichts. Dann hat der Anwalt an die türkische Botschaft in Berlin geschrieben. Mhm. Keine Nachricht. Mhm. Wieder nichts. Ich habe eigentlich nur eine Bitte. Darum habe ich mich gemeldet. Ja. Gibt es oder ist Ihre Redaktion bekannt, dass es Menschen, die ein ähnliches Schicksal haben, die vielleicht mit mir in Austausch kommen können, dass ich wenigstens sprechen kann mit Menschen, die genau verstehen, was man in so einem Moment durchmacht. Ja. Also, ich habe das jetzt in zweierlei Hinsicht verstanden. Einmal wirklich rein emotional, was du im Moment durchmachst. Unbeschreiblich. Und auf der anderen Seite geht es dir auch im weitesten Sinne eine rechtliche Klärung des Ganzen? Nicht nur rechtlich, sondern einfach, ich weiß gar nicht, wie ist es passiert oder wo, in welchem Waggon, wann war mein Sohn, wann meine Schwiegertochter? Ich weiß nichts. Ist denn die Überführung, hat das denn wenigstens, ist das ordentlich organisiert worden von den Behörden? Die Überführung, die hat sich Zeit gelassen, das war, glaube ich, 12 Tage später. Mhm. Ich habe die Urne bis jetzt noch nicht, die Trauerfeier war in München am 3.8. Mhm. Und unsere Behörden sind ja ähnlich gestaltet. Mhm. Und ich habe nachgefragt Anfang dieser Woche und dann haben die erstmal nachgefragt und die haben die gar nicht mehr gefunden. Und jetzt ist die Urnenbeisetzung erst am 22.09. Aber die Urne befindet sich mittlerweile in Deutschland. Ist hier, ja, die Trauerfeier war schon. Du bist zusammen in Kontakt mit einem Rechtsanwalt. Ja. Geht es auch in die Richtung, neben der persönlichen Betroffenheit, dass du überlegst, Schadenersatzforderungen zu stellen? Das steht in den Sternen. Mhm. Es geht mir darum, ich möchte wissen, was war. Du möchtest einfach Informationen haben. Antwort. Ich verstehe. Ich habe nichts. Ich weiß nicht mal, wie das ganz genau geschah, außer aus den Zeitungen. Das ist auch jetzt erschütternd und unglaublich, muss ich sagen, dass keine Behörde dir eine Information gegeben hat. Wenn die türkischen Behörden es schon nicht tun, dass dir dann die deutschen oder österreichischen Behörden nicht zumindest zur Seite stehen und dir dabei helfen, an die Informationen zu kommen, die du auch für deine Trauerbewältigung brauchst. Genau. Ja, das verstehe ich. Das würde mich auch sehr, sehr, sehr böse machen, neben dem Unglück, was man ohnehin in sich trägt. Es ist irgendwo am Rande der Menschenwürde. Mhm. Dass mhm. es einfach so beiseite gesteckt wird, wie wenn es nie geschehen wäre. Wie alt ist dein Sohn und die Schwiegertochter geworden? Mein Sohn war 36 und meine Schwiegertochter 31. Mhm. Es ist für mich immer noch
Unwirklich, total unwirklich. Das glaube ich. Es war, sind du ja kannst sämtliche Stellen anschreiben, nichts. Mhm. Jetzt sind 7 Wochen vergangen. 7 Wochen Hölle liegen hinter Hölle. Dir. Hölle. Ja. Und du hast ja nun vorher schon gesagt, dass im November deine Mutter gestorben ist. Ja, und 95 mein Mann mit 54. Wir waren alleine. Da fragt man sich manchmal, wie viel Leid kann ein Mensch so aushalten? Hm. So bist du im Moment in manchmal in, an Grenzen, wo du sagst, ich kann nicht mehr? Ja, die war ich oft. Hm. War ich oft fast täglich mal wieder. Aber irgendwie, es muss weitergehen. Ich bin nicht die, die sich dann hinlegt und, hm. und vielleicht Tabletten nimmt oder sonst was. Hast ich möchte wenigstens das Einfachste oder das Mindeste. Hm. Wenigstens einfach eine Nachricht, wie ist es geschehen, eine Aufzeichnung, was war. Ich weiß ja gar nichts. Vielleicht kann ja unsere kleine Nachtsendung auch dazu beitragen, dass vielleicht irgendeiner in einer Behörde, im Auswärtigen Amt oder in Österreich oder in Berlin auf uns aufmerksam wird und auf dich aufmerksam wird und Hilfestellung leistet. Mich kontaktiert oder dass man sprechen kann, wie ist es anderen Menschen, die kommen jetzt in gleicher Situation. So, darauf wollte ich jetzt hinaus. Aber versucht haben, über verschiedene Stellen etwas zu erfahren und hatten auch keinen Erfolg. Also du suchst Menschen, die, die auch vor einem Behördenberg stehen. Was ist zu tun, dass ich was erfahre? Ich empfinde den Tod meines Sohnes und meiner Schwiegertochter so sinnlos, wie wenn die Menschen nie existiert hätten. Hast du Menschen oder hast du einen Menschen, der dir im Moment etwas Halt gibt? Ich hab Freunde, die mir jetzt so geholfen haben, aber die sind ebenso freundlich wie hilflos und das ist ganz verständlich. Ja, weil es kann keiner sagen, es trifft es nicht, wenn man sagt, es ist schlimm. Gut, es ist schlimm. Die wissen nicht, was sie sagen, sondern sie wissen nicht mal, wie sie mit mir umgehen sollen. Nein, aber ich glaube, es ist gut, dass sie da sind. Es ist gut, dass sie da sind. Ich honoriere das natürlich und ich bin auch froh, sprechen zu können, aber es ist, jeder sagt, ich habe es nicht erlebt, ich kann es nicht mal nachfühlen. Und das stimmt, sie haben recht. Wie war dein Verhältnis zu deinem Sohn? Sehr gut. Sehr gut. War das das einzige Kind? Einzige Kind. Und meine Schwiegermutter, die lebt noch, der geht es sehr schlecht, weil sie musste ihrem Sohn schon ins Grab nachschauen, der mit 54 starb. Und der einzige Enkel auch noch. Und hat sie gesagt, das überlebe ich nicht. So, Antonia, wir haben jetzt klar formuliert, beziehungsweise du hast klar formuliert, was dein Wunsch und dein Anliegen ist. Ja. Jetzt hoffe ich, dass irgendjemand an einer wichtigen Stelle zugehört hat und dir hilft. Und ich bitte diesenjenigen, sich an uns zu wenden. Und wir stellen den Kontakt zu dir her. Meldet sehr lieb. Das verspreche ich dir. So dankbar. Ich hoffe, dass sich vielleicht irgendetwas tut. Ich wäre so dankbar, Domian. Ja, also man kann uns mailen unter domian@wdr.de oder uns schreiben oder von Behörden aus weiß man auch immer, wie man hier an diese Sendung kommt. Ich möchte dir gerne noch, wenn du das möchtest, auch noch ein Gespräch anbieten mit meiner Psychologin. Ja, gerne. Ja, das ist Elke heute Nacht. Die Elke. Domian, herzlichen Dank. Ich möchte dir wirklich, wirklich mein Mitgefühl aussprechen, obwohl ich auch nicht ermessen kann, was in dir vorgeht. Aber dennoch weiß ich, dass ehrlich ist. Ja, das ist wirklich ehrlich, glaub es mir. Glaub's mir. Ich bedanke mich, Domian. Du legst auf und meine Psychologin ruft dich an. Okay, herzlichen Dank. Von Herzen alles Liebe. Ich danke dir. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. 0800 220 5050, Telefonnummer. Und jetzt geht es weiter mit Tom. Und Tom ist 44. Tom hat aufgelegt. Oder wir sind getrennt worden. Dann geht es weiter mit Christian. Und der ist 23. Ja, hallo. Hallo, Christian. Ich habe ein Problem. Ich weiß nicht, ob ich mich scheiden lassen soll. Wie lange bist du schon verheiratet? 2 Jahre. Ja. Und die Ehe läuft offensichtlich nicht so, wie du doch, das... Doch. Die läuft eigentlich super. Warum will man sich entscheiden lassen? Also ich habe meine Frau mit 16 kennengelernt, mit 21 geheiratet. Ist das deine erste Frau und deine erste Liebe? Ja, das so heißt, die richtige Liebe. Also davor waren wir, sag mal so 3-4 Wochen Beziehung oder sowas, was man halt in dem Alter hatte. Und dann hatte ich die halt kennengelernt und dann halt mit 21 haben wir jetzt geheiratet. Mhm. Und jetzt mit 19 habe ich aber eine aus der Klasse bei mir kennengelernt. Als du 19 warst? Ja. Das ist ja schon eine Weile her. Ja. Mhm. Und seitdem habe ich halt immer noch Kontakt mit der ist eigentlich so ein richtig
Traumfrau, sage ich einfach mal. Also du hast quasi zwei Frauenbeziehungen laufen im Moment. Deine Ehe und diese mit der anderen. Nee, da habe ich ja nichts mitlaufen. Ach so, ich habe gerade so verstanden, du hättest die damals kennengelernt und das würde bis heute so laufen. Nee, also ich habe die so als Freundin dann kennengelernt. Mhm. So danach halt mal einen Kaffee trinken gehen oder sowas, ne? Mhm. Und jetzt hat sie letztes Jahr ein Kind gekriegt. Wer? Deine Frau? Nee, die Bekannte von mir. Die Bekannte, ja. Ja, und ich weiß, seitdem ich jetzt verheiratet bin, empfinde ich halt mehr für meine Bekannte. Mhm. Deine Bekannte ist offensichtlich auch in einer festen Beziehung? Nee. Die ist nicht mehr. Alleinerziehend jetzt? Genau. Ja. Habt ihr auch Kinder? Nein. Mhm. Wie oft siehst du deine Bekannte? 2-3 Mal die Woche. Kann auch schon mal häufiger vorkommen oder auch schon mal weniger. Weiß deine Frau davon? Nein. Dann ist das aber schwierig, ne? Das über so lange Zeit zu verheimlichen? Ja, sehr schwierig. Mhm. Kennen die Frauen sich, die beiden? Nein, überhaupt nicht. Aber die Bekannte weiß, dass du verheiratet bist. Genau, das weiß ich schon, ja. Wie schätzt du das denn ein von Seiten deiner Bekannten? Was für Gefühle sind da bei ihr? Ich weiß nicht, sie hat sonst immer so gesagt, so, ja, wir sehen uns an die Tage, hab dich lieb und sowas. Und letztens hat sie halt gesagt, ja, ich lieb dich. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr jetzt einfach nur so rausgerutscht ist, aber sie hat auch nachher nichts mehr dazu gesagt. Mhm. Sonst haben wir uns halt immer zum Abschied so einen Kuss auf die Wange gegeben. Letztens hat es mir einen um den Mund gegeben. Und sind schon so Nuancen, das sind schon keine Nuancen mehr, das sind Sachen, auf die man so achtet, die sehr viel aussagen. Ja. Ja. Du hast gerade am Anfang gesagt, die Ehe ist eigentlich sehr schön und sehr glücklich. Ja, die ist wirklich. Ist sie wirklich glücklich? Solange ich meine Bekannte nicht sehe, ja. Ich habe gerade so gedacht, eigentlich. So ganz wirklich glücklich kann sie ja gar nicht sein, sonst würdest du dich gar nicht auf so ein sogar noch heimliches, freundschaftliches Verhältnis zu einer Frau einlassen. Ja, stimmt auch schon wieder. Nur wie gesagt, also sie ist so lange glücklich, bis ich meine Bekannte wiedersehe. Warum hast du eigentlich deiner Frau, wenn da nie irgendetwas gelaufen ist, wenn das nur eine Freundschaft war, warum hast du das nie deiner Frau erzählt? Weil die sehr schnell eifersüchtig wird. Mhm. Oder sehr hast du es nicht erzählt, weil du so ganz im Geheimen in dir gespürt hast, da sind auch noch andere Gefühle und vielleicht könnten die dann rauskommen. Das könnte, glaube ich, noch eher sein, ja. Mhm. Wie gesagt, also wie das Kind geboren ist, also ich tue wirklich viel für sie, dann kaufe ich ihr da mal was und hier mal so ein Ring oder eine Kette, so Schmuck und sowas oder mal Parfüm oder irgendwas oder Kleidung. Und jetzt wie das Kind halt geboren ist, letztes Jahr habe ich für das Kind ein Sparbuch angelegt bis zum 18. Lebensjahr. Aha. Wovon sie vorgestern erst erfahren hat. Wie viel ist da drauf auf dem Sparbuch? Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht gerade arm, also wir sind eine ziemlich vermögende Familie, bin ich ganz ehrlich mit. Mhm. Und ich zahle da jeden Monat 500 Euro ein. Wow, da kommt eine ganze Menge zusammen. Da kommt eine ganze Menge zusammen, das stimmt. Ist ein Junge? Nee, Mädchen. Bis die Kleine dann mal groß ist, dann hat die ein schönes Pölsterchen. Ja, das stimmt, und das wollte ich auch. Aber das sagt ja nun auch schon sehr viel aus, dass du das tust, ne? Dass du das stimmt. Tust für ein Kind, was das Kind einer Freundin ist. Ich meine, das wäre ja auch alles noch okay, aber es ist alles nicht okay, weil deine Gefühle auch Achterbahn fahren wahrscheinlich im Moment. Genau, die fahren jedes Mal Achterbahn, immer wenn ich sie sehe. Wenn ich dich jetzt sagen würde, Christian, blende mal deine Ehe, blende das mal alles aus. Wir konzentrieren uns jetzt nur auf deine Affäre, auf deine Bekanntschaft. Mhm. Liebst du diese Frau? Ja. Begehrst du diese Frau? Sehr, ja. Du würdest sehr gerne mit ihr mal schlafen. Das nicht. Also eine Beziehung, dann alles so langsam anfangen. Das okay, ja, aber. Aber es ist schon auch ein erotisches Verlangen ist schon auch da. Auch, ja. Ja. Mhm. Nicht nur, aber auch mit dabei. Also, wie es halt bei einer normalen Beziehung halt auch wäre. So, jetzt gehen wir zu deiner Frau. Liebst du deine Frau? Wie gesagt, solange ich meine Bekannte nicht sehe, ja. Also, Sagt auch viel aus, Christian, ne? Mhm. Sagt verdammt viel aus, finde ich. Ich finde, das sagt aus, dass da ein heftiger Riss schon in der Ehe ist. Ja? Ja, finde ich schon. Mhm. Finde ich ja. Wenn nicht noch mehr. Wenn man es nicht noch dramatischer interpretieren sollte. Wie gesagt, also ich, wenn sie jetzt sagt,
kaufe mir eine Wohnung, würde ich ihr halt sofort eine Wohnung kaufen, wenn sie das wollen würde. Deine Frau? Nee, meiner Bekannten. Mhm. Also ich würde wirklich alles für die geben. Mhm. Gut, das Materielle müssen wir gar nicht reden. Es geht um die anderen Dinge, die sind viel ernster. Nämlich, wichtig ist, dass du aufrichtig lebst und du lebst nicht aufrichtig im Moment. Mhm. Ne, da ist jemand anders in deinem Herzen, wenn da auch noch nicht großartig was passiert ist, aber da ist eine Frau, von der du sagst, ich liebe die. Das ist ja schon eine Aussage. Stell dir mal vor, das würde deine Frau erfahren. Das stimmt. Was ist das für eine Erschütterung, wenn ich eine Zerstörung zur Folge hätte eurer Beziehung? Mhm. Du liebst eine andere Frau. Und wie gesagt, also mit der Liebe ist so, wenn sie jetzt zu mir sagen würde, meine Bekannte, komm, schlaf mit mir oder so, würde ich sofort sagen, nein. Mhm. Denn ich will meine Frau nicht betrügen, ja, in dem Sinne. Aber, Christian, das ist in das... Im anderen Sinne tue ich es ja, auch wieder. Ja, du machst es viel schlimmer. Du betrügst sie viel schlimmer, weil du... Ich finde das, wenn du mal mit dieser anderen Frau geschlafen hättest, fände ich das vom Betrug her nicht so schlimm, wie der Betrug mit vom Herzen her. Also wenn du sagst, ich liebe diese Frau, ist das ein viel größerer Betrug, als irgendwann mal ein bisschen da rumzuschnacksen. Ich habe auch immer gedacht, vielleicht geht es irgendwann auch nochmal vorbei, dass das... Du hast das jetzt alles so laufen lassen. Ja. Und du hast das auch mit einer gewissen Feigheit so laufen lassen. Mhm. Ist so. Jetzt musst du irgendeine Entscheidung fällen. So läuft das nicht weiter. Ob ich mich scheiden lassen soll oder nicht, denn... Wenn du deiner Frau zumindest dieses offenbaren würdest, pass mal auf, da ist, ich, in meinem Leben ist alles jetzt durcheinander geraten. Mhm. Ich, bei mir, Christian, fahren meine Gefühle Achterbahn. Wenn du das zu deiner Frau sagst, ich muss es dir so offen sagen. Da ist eine andere Frau, da ist noch nichts gelaufen, aber ich glaube, ich liebe diese Frau. Dann wäre es zumindest eine ehrliche Grundlage. Dann könnt ihr gemeinsam vielleicht auch um eure Ehe kämpfen. Aber so viel Mut musst du aufbringen und das zumindest sagen. Dann sind die Karten neu gemischt, dann liegt alles auf dem Tisch und dann wird auch irgendetwas geschehen. Dann wird sie reagieren, dann geht ihr vielleicht gemeinsam zu einer Beratung. Ich weiß es nicht, was ihr macht, aber es ist dann gleichberechtigt. Jetzt sitzt du da in deiner abgekapselten Ecke, wurstelst da dein eigenes kleines Geheimnis oder großes Geheimnis für dich hin. Und deine Frau weiß davon nichts. Das ist nicht fair. Das kann man nicht so machen. Auch wenn du einen Respekt vor deiner Frau hast, und ich gehe mal davon aus, dass du es hast, ja, ist das nicht korrekt, das so zu machen. Also ich finde, es ist schon irgendwie wie so ein Doppelleben, was ich dafür... Das tust du, ja, das finde ich schon. Ja. Also wenn ich zu meiner Bekannten fahre, sage ich zu meiner Frau, oder mal Schatz, ich muss mal eben in der Stadt noch ein paar Besorgungen machen. Allein diese Lüge ist schon grauenhaft. Ein Geschäft. Ja. Nein, nur Christian. Damit ich halt zu ihr hinkomme. Ich finde, dass du das nur von der Seite jetzt verändert werden kann, die ganze Situation, indem du deiner Frau den Zustand klar darlegst. Und dann muss man sehen, wie sich alles weiterentwickelt. Das ist meine Meinung. Mhm. Jetzt ja, okay, überleg mal, wie du da weiter dich verhältst und ob du es tust. Ich würde mich freuen, wenn du es machen würdest. Ja doch, ich glaube, ich werde das dann morgen sagen und entweder muss ich ausziehen. Mhm. Guck mal, ein Satz noch. Du hast gerade am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich scheiden lassen soll. Ja. Das sagt ja auch schon viel aus. Du denkst ja innerlich schon so weit, dass du von ihr weggehst. Du denkst ja gar nicht, vielleicht kann man dann noch etwas retten. Du denkst ja schon gleich an Scheidung. Ja, das stimmt auch. Also, aber, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, ne, dass man was retten könnte. Ne? Aber wiederum signalisiert mir das, wie weit du vielleicht schon innerlich weg bist von deiner Frau. Mhm. Sprich mit deiner Frau. Okay. Alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss. Tschüss. So, zweiter Versuch. Von gerade. Tom 44. Ist er da? Ja, er ist da. Hallo Tom, gerade warst du weg. Ja. So, um was geht es bei dir? Ja, also bei mir ist es so, ich führe ein Doppelleben und bin also seit über 20 Jahren verheiratet. Ja. Und habe genauso eine lange Beziehung mit einem Mann. Seit 20 Jahren? Ja. Mit demselben Mann? Genau. Das ist ein Hammer. Mhm. Und deine Frau weiß nichts davon? Nee, sie weiß nichts davon. Und weiß der Mann von deiner Frau? Ja. Der weiß das. Halt mal den Hörer bitte ein bisschen still und direkt am Mund. Dann höre ich dich besser, dann knackst das nicht so. Okay. 20 Jahre ein Doppelleben. Ja. Habt ihr Kinder? Ja. Wie viel? Vier Kinder? Mhm. Ich fasse es gar nicht. Ich muss es erstmal ein bisschen sacken lassen. 20 Jahre ein Doppelleben.
eine Ehe mit 4 Kindern und 20 Jahre eine schwule Beziehung. Genau. Wie hält denn dein Freund, hat dein Freund das denn all die Jahre ausgehalten? Ja, der hat sich arrangiert damit und ja, und kommt damit ziemlich zurecht. Aber ja, es ist normalerweise kein Problem für uns. Ja, wohnt dein Freund auch in eurer Stadt oder eurer? Ja, genau, ja. Auch in unserer Stadt. Verkehrt dein Freund auch in eurer Familie? Ja. Aha, er ist offiziell ein Freund der Familie. Offiziell ist er ein Freund von der Familie. Das heißt, deine Frau und er, die kennen sich sogar gut. Kennen sich gut, ja. Und er tritt er als Schwuler in Erscheinung oder ist er ganz geheim schwul? Eigentlich in die Familie ganz geheim. Ganz geheim. Ja. Aber er täuscht. Man vermutet es schon. Ach so. Aber so, es ist, also offiziell ist es schon geheim, kann man sagen. Mhm. Hat er denn irgendwie zum Schein auch an noch Frauenbeziehungen gehabt? Nein, das nicht. Ja. Tom, wie hältst du das denn mit deinem Gewissen aus? Wie kann man 20 Jahre so ein Doppelleben führen? Wie hältst du das aus, deiner Frau gegenüber? Ja, also gut, das ist natürlich zwar schon schwierig. Aber ich habe mich natürlich damit auch arrangiert und ich bin natürlich bi. Und aus dem Grund funktioniert das eigentlich ganz gut. Das ist natürlich manchmal schon, ja, also fürs Gewissen schon ein bisschen schwierig für mich, aber ja, ich komme damit zurecht. Ja, du liebst deine Frau. Ja, sehr. Sehr. Ja. Und ich wollte auch nicht ohne sie leben. Und wenn du mit deinem Freund Sex hast? Ja. Oder wenn dein Freund bei euch zu Hause ist und ihr beide euch vielsagende Blicke zuwerft, deine Frau ist anwesend. Ja. Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht schlimm? Nee, das vermeiden wir auf jeden Fall. Mhm. Vermeiden wir total. Liebst du deinen Freund auch oder ist das eher eine sexuelle Geschichte? Nee, das ist schon Liebe. Auch Liebe? Mhm. Das heißt also, du liebst definitiv 2 Menschen gleichzeitig? Ja, das ist das Problem. Ja. Und ich meine, gut, im Grunde genommen komme ich damit schon zurecht, aber ja, das ist trotzdem immer sehr schwierig. Jetzt frage ich mich natürlich, warum ruft Tom hier bei mir an und offen, wer weiß davon? Eigentlich immer nur so ein paar Freunde. Also von uns, aber es ist alles sehr, sehr geheim. Sehr geheim. Davon gehe ich jetzt aus. Deswegen frage ich mich jetzt, warum ruft Tom hier bei mir in einer Öffentlichkeit an? Mhm. Wo seine Stimme durchaus erkannt werden könnte? Weil ich einfach noch nie mit jemandem so richtig drüber sprechen konnte. Ja, aber du hast ja gerade gesagt, ein paar Freunde schon. Und du kannst ja, aber es ist immer nur so die eine Seite oder die andere Seite. Mhm. Und du gehst das Risiko jetzt bewusst ein, dass man, dass eventuell Menschen dich erkennen könnten und es deiner Frau sagen könnten? Davon gehe ich nicht aus, aber könnte natürlich sein. Was wäre denn dann da, denn dann, wenn deine Frau... Das wäre eine Katastrophe. Aber das wäre für deine Frau eine Lebenskatastrophe. Ja, natürlich. Ich möchte nicht oder ich würde nicht gerne in der Haut deiner Frau stecken. Ja, das wäre natürlich für alle Beteiligten wäre das... Nein, das Schlimmste wäre für deine Frau. Natürlich. Wenn ich mir vorstellen würde, mein Typ, er hat 20 Jahre lang permanent hat er mich betrogen. Ja. Das stimmt, für sie wäre das natürlich... Da bricht für die Frau ein ganzes Leben zusammen. Mhm, das stimmt schon. Hast du das denn in all den Jahren nicht so bedacht? Und kann ich der Frau das antun? Und wenn das irgendwie doch mal rauskommt, was für eine Schuld du auf dich... Natürlich habe ich das dann schon bedacht, aber es ist einfach so passiert und man merkt das überhaupt nicht und es passiert einfach. Es kommen die Jahre, gehen vorbei und... Man bemerkt das überhaupt nicht. Die Jahre sind nicht mehr rückdrehbar jetzt. Nein. Und ich bin ja in der Regel immer ein plädiere für die größtmögliche Ehrlichkeit in Beziehungen. Mhm. Aber das ist unmöglich. Aber ich würde jetzt, ich denke das gerade so, ich würde das deiner Frau gar nicht antun wollen. Nee, ihr das zu sagen. Die arme Frau. Ich wollte einfach nur einmal darüber sprechen. Aber antun würde ich das an den Wollen, um Gottes Willen. Wie ist denn das? Ich muss das nochmal ein bisschen praktisch fragen. Mhm. Wie oft hast du auch bei deinem Freund so eine Art kleinen Haushalt? Nee. Das nein, nicht? Nein, auf keinen Fall. Das nicht? Alle vor sich und ich lebe eine ganz normale Familienleben. Ja, und wie oft bist du bei deinem Freund? Oh, schon ein paar Mal in der Woche.
Ja, und du, der gilt offiziell in der Familie so als auch als dein guter Freund, oder was? Genau, als ganz normaler Freund. Das heißt, ihr könnt auch ganz entspannt mal in Urlaub fahren? Ja, so natürlich. Ja, durchaus. Das ist natürlich schon, also wie gesagt, ein totales Doppelleben. Ja, und da hat noch nie jemand, auch deine Frau nicht, so ein bisschen gewittert, da könnte was sein zwischen den beiden Jungs? Aber ich glaube nicht, weil ich denke, ich verhalte mich total normal. Ja, also du lässt so die absolute Heterosocke raushängen? Ja, total. Den Macho, der mit den Schwulen, mehr oder weniger, der mit den Schwulen überhaupt nichts am Hut hat und deine Frau glaubt das? Richtig, genau. Das funktioniert tatsächlich so. Es ist eine Horror, aber es funktioniert schon so im Grunde genommen. Ich bin wirklich sehr erstaunt darüber, wie du das so weggeblendet hast in deinem Gehirn. Ja. Das schlechte Gewissen und die Schuld, die du da auf dich nimmst. Ich finde, das ist so. Ich will dich da gar nicht reinsprechen. Ich finde, das ist generell, ich finde das nicht gut, was da passiert ist. Ich finde es schlimm, was da passiert ist eigentlich. Ich weiß aber auch, dass das jetzt natürlich nicht rückgängig zu machen ist. Nein, natürlich nicht. Und es wird wahrscheinlich auch so weit. Und es wird so weiterlaufen. Genau. Da bist du, ist dein Freund ist in deinem Alter. Ja, mehr oder weniger. Mhm. Und gab es denn nie von der Seite deines Freundes, dass der mal Druck gemacht hat und hat gesagt, komm, ich kann das nicht mehr. Ich will dich ganz für mich. Hat es noch nie gegeben. Noch nie? Noch nie gegeben. Es funktioniert einfach so. Ich sage, es ist einfach so geworden. Ja. Und es ist, die Jahre sind vorbei und man lebt einfach so weiter. Ja. Ist das deine einzige schwule Beziehung in deinem Leben gewesen oder gab es früher auch andere? Nein, es gab schon sehr viele. Es gab sehr viele schon. Aber das war die vorige Zeit. Bist du denn in diesen 20 Jahren deinem Freund in der schwulen Welt treu geblieben? Nicht immer. Auch das? Es wird ja immer doller hier. Nicht mal das. Das heißt, es gab dann auch noch andere Männer. Ja, schon. Bist du denn deiner Frau in der heterosexuellen Welt treu geblieben? Nicht immer. Mann. Du bist mir ja einer. Ich weiß, aber es ist mein Leben. Was soll ich machen? Naja, man lebt damit. Jetzt frage ich dich dennoch nochmal, wenn deine Frau es erfahren würde, was würdest du ihr sagen? Wie würdest du es ihr erklären? Sie würde doch da sitzen und sagen, warum hast du mir das angetan? Was würdest du ihr sagen? Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, das wäre sehr schwierig für mich. Weil ich würde das einfach, wenn das passieren würde, dann passiert es natürlich, aber ich lasse das einfach auf mich zukommen, wenn es passiert. Wenn nicht, ist es okay. Und ich hoffe, dass es nicht passiert. Ja, du hast das all die Jahre verdrängt, du verdrängst es jetzt auch noch, ne? Und du gehst relativ leichtfertig damit um, habt aber offensichtlich auch ein perfektes System der Schauspielerei und der Lüge erfunden. Ja, schon. Im Grunde genommen, es war furchtbar, aber ich habe dieses System tatsächlich so gefunden, dass es für mich immer gepasst hat. Also, da gibt es jetzt du wolltest auch einfach das nur mal so erzählen. Ne? Ja, nur mal so erzählen. Da gibt es jetzt keine Lösung, da gibt es keinen Rat. Ich hoffe sehr für deine Frau, dass dieses Gespräch wirklich anonym bleibt. Okay. Und dass es nicht rauskommt. Nein, ich hoffe auch. Ob ich es für dich hoffen soll, bin ich mir nicht sicher. Weil du hast schon du hast schon Dreck am Stecken. Ich finde. Aber ich möchte die Frau schützen. Ich möchte der Frau. Ja, ich auch. Ja. Auf jeden Fall. Wie alt sind denn deine Kinder? Sag mir das noch. Oh, die sind schon fast erwachsen. Ach so. Ja. Was würden die denn sagen, wenn die das erfahren würden? Oh, ich glaube, das wäre genauso eine Katastrophe. Bin ich mir sicher. Ja. Aber das wird, hoffe ich, nicht passieren. Ja. Jetzt muss ich dich zum Schluss noch mal fragen: Hattest du vorhin aufgelegt, weil du doch ein bisschen Schiss hattest zu sprechen? Ja. Das habe ich mir gerade gedacht, ja. Ja, schon. Kann man ja auch verstehen. Ja. Ja. Okay. Also Tom 44, 20 Jahre Doppelleben. Wollen wir hoffen, dass alles irgendwie gut läuft, dass niemand Schaden nimmt oder traurig wird. Ich weiß gar nicht, wie ich es anders jetzt ausdrücken soll. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Ja. Okay. Alles Gute. Alles klar, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Mann, oh Mann. Also es gibt, Mann. Da gibt es keine Lösung. Er wollte ja auch keine Lösung. Mann, oh Mann.
Da denke ich manchmal, wenn ich so in meinem Privatleben rumgucke und man ist so ganz sicher, der ist mit dem zusammen oder die mit dem und da ist alles in festen Bahnen und in festen Verhältnissen. Wer weiß, was da alles so ganz, ganz, ganz geheim noch existiert im Leben dieser Menschen, wo man so als Freund oder als Bekannter aus allen Wolken fallen würde, wenn man das erfahren würde. Denke ich ganz oft. So, mit wem geht's weiter? Mit Karin. Karin ist 36 Jahre alt. Hallo Karin. Hallo Karin. Ja, hallo Domian. Um was geht's denn bei dir? Ich habe heute die Diagnose Brustkrebs bekommen. Heute? Heute. Hm. War das eine Routineuntersuchung, eine Vorsorgeuntersuchung? Das war, ich habe vor 10 Wochen habe ich was festgestellt. Hast du selbst irgendwas gespürt? Ja, oder? Ich habe selbst was getastet. Ja. Und bin dann irgendwann zum Arzt gegangen. Ja. Und da wurde gleich eine Mammographie gemacht. Mhm. Und dann hieß es, das wäre eine Zyste und das wäre alles kein Problem und habe Salben bekommen. Mhm. Und danach sollte das dann weg sein. Danach war es dann nicht weg. Und dann bin ich halt nochmal hin. Ja. Dann hat das auf dem Ultraschall schon gleich irgendwie ganz anders ausgesehen als beim ersten Mal. Ja. Und dann wurde direkt eine Biopsie gemacht, eine Gewebsprobe. Mhm. Und dann habe ich 3 Tage auf den Befund gewartet und dann hieß es, das wäre alles ganz in Ordnung und wäre gutartig. Ach. Und der Arzt hat sich damit aber nicht zufrieden gegeben. Der hat gesagt, er war sich ganz sicher, dass da ein Knoten war und das sah nicht gut aus. Mhm. Und wollte dann nochmal eine weitere Biopsie haben und hat mich dann überwiesen in ein Krankenhaus. Mhm. Und ja, da war ich vor 2 Tagen und heute habe ich einen Befund bekommen. Dass es ein tumoröses Gewebe ist? Ja. Ja. Nun ist der Befund gekommen. Wahrscheinlich haben die Ärzte oder der dich behandelnde Arzt das aber auch gleich erklärt und eingeordnet. Wie schlimm ist es? Was kann man tun? Was sind die nächsten Schritte? Ja, ich habe 2 Möglichkeiten bekommen. Entweder erst eine Operation, mhm, und dann Chemo und Bestrahlung. Ja. Würde Operation bedeuten eine Entnahme der Brust oder eine Entfernung des Tumors? Er hat gesagt, eine brusterhaltende Operation, also ja, versuchen in jedem Fall immer die Brust zu erhalten. Mhm. Und ja, oder halt erst eine Chemo, wodurch der Knoten eventuell kleiner werden könnte, mhm, und dann anschließend eine Operation. Hat man denn schon weitergehende Untersuchungen gemacht, ob die Lymphknoten befallen sind, ob Nein. das nicht? Mhm. Also keine weiteren Untersuchungen gemacht? Nee, gar nichts. Mhm. Man kriegt das ja so als Patient mit, wie ein Arzt einem das so erklärt. War der hoffnungsvoll und hat gesagt, das ist jetzt noch so früh erkannt, das kriegen wir hin? Oder hat er es schon sehr, sehr ernst dargestellt? Mhm. Ja gut, die Situation im Großen und Ganzen ist halt irgendwie schon... Klar. Ziemlich ernst. Ne? Natürlich, und natürlich. Ich habe nach meinen Chancen gefragt und er hat gesagt, die wären gut und mhm, ja. Hast du denn mit dem Arzt, der dich am Anfang behandelt hat, der ja, hatte offensichtlich eine gute Diagnose. Ja, da ja, war ich auch anschließend nochmal. Da warst du. Da bin ich nach der Klinik nochmal hingefahren. Gott sei Dank, dass dieser Arzt den ersten Befund nicht ernst genommen hat. Ja, ja. Ne, wirklich Gott sei Dank. Wie hat er das denn jetzt beurteilt, das Ganze? Der hatte eigentlich schon bei der ersten Biopsie gesagt, dass es nicht gut ausgeht und ja, dass ich mit allem rechnen müsste. Ja, ja, ich meine jetzt, was hat er dir Mut zugesprochen? Hat er gesagt, das kriegen wir hin? Ja, schon. Mhm. Und ist das ein dir bekannter, gut bekannter Arzt? Ja gut, ich bin so seit einem Jahr bei ihm, aber ja, ich meine, aber du hast Vertrauen. Zum Frauenarzt geht man in der Regel nicht so oft, wenn man keine Probleme Klar, hat. Klar, aber du hast so ein Vertrauensverhältnis zu dem. Ich habe Vertrauen zu dem, also ja, ich will darauf hinaus, das ist nicht einer, der dich einfach so beschwichtigt und sagt, ach, nee, das wird schon... Nee, er hat mir auch so jederzeit Hilfe angeboten, wenn ich irgendwelche Fragen oder Probleme mhm, habe. Mhm. Oder hat mir auch eine Therapie nach der Chemo, so eine Art Anschlussbehandlung ja, vorgeschlagen oder halt ja, mir dazu geraten und ja. Also du stehst jetzt vor der Entscheidung, lasse ich mich operieren und mach dann die Chemotherapie? Nee, ich habe mich eigentlich schon für die Chemo entschieden. Ja, und wann soll die beginnen? Ich habe am Montag
ein Chemo-Gespräch, wo halt wahrscheinlich aufgeklärt wird, um was es geht, um wie lange das dauert und so weiter. Hab dann jetzt schon heute noch ein paar Termine bekommen zum Knochensyndigramm und Röntgenuntersuchungen und so weiter, die gemacht werden müssen. Und die erste Chemo ist nächsten Dienstag, also Dienstag im Labor. Kann man die ambulant machen? Oder ja, die wird ambulant gemacht. Ja. Mhm. Bist du verheiratet? Nee, ich bin alleinlebend. Du bist alleinlebend. Ja. Gibt es denn jemanden, mit dem du jetzt ein bisschen in dieser schweren Zeit sprechen kannst, wo du dich anlehnen kannst? Einen guten Freund, eine gute Freundin oder Verwandte? Ziemlich wenig. Also ich habe Eltern und die stehen zu mir. Die waren auch heute bei mir und Schwester war bei mir gewesen, aber ich... Aber es ist natürlich dann schon sehr schwer, wenn man irgendwann, dann ist man allein in der Wohnung und wie jetzt auch abends, dann sitzt man da und hat so eine Diagnose und hat natürlich Todesangst, das ist ja völlig klar. Und es geht einem alles möglich durch den Kopf. Ja. Du bist erst 36 Jahre alt. Und ja, ich habe nächste Woche Geburtstag und das passt halt alles gerade so toll. Also ich hab gerade so genau nachgefragt, wie haben die Ärzte reagiert, was haben die gesagt und wenn der, vor allen Dingen dein erster Arzt, wenn das scheint ja doch ein sehr verantwortungsbewusster Mann zu sein, wenn der gesagt hat, das sieht ganz gut aus, dann würde ich das jetzt auch erstmal so glauben. Denn ich glaube, dass dir ganz wichtig ist, mit welcher Haltung man an so eine Krankheit geht. Wenn man nur mit Angst daran geht, dann... Im Moment ist es halt so, man achtet oder ich achte dann halt so auf sämtliche Wehwehchen und man hört so in sich rein und immer wenn halt irgendwo was zieht oder weh tut, dann ich weiß nicht. Ich hab auch im Moment erstmal Angst vor all den Untersuchungen, weil ich Angst habe, dass da schon irgendwas rauskommt. Dennoch, wiederhole ich es nochmal, was du mir gerade erzählt hast von deinem behandelnden Arzt. Ich glaube, das ist leichter gesagt natürlich, als dann auch hinterher getan, wenn man betroffen ist. Aber dass man immer eher so das halbvolle Glas sehen muss, als denn das halbleere Glas. Ist so ein Spruch, ich weiß, aber ich glaube, da steckt so viel Weisheit drin, dass man einfach sich um die Hoffnung bemüht und um die Hoffnung ringen sollte für sich selbst. Weil wenn man nur zu traurig ist und zu sehr sich fallen lässt in der Traurigkeit, dann hat man ja auch gar nicht die Kraft, dagegen anzukämpfen, gegen die Krankheit. Ja, ich weiß. Also vielleicht gehen wir mal davon aus, ich hoffe es sehr und es hört sich ja auch so an, wie der Arzt das gesagt hat, vielleicht ist in einem gewissen Zeitraum die Sache so gut im Griff, dass du sagst, Gott sei Dank, ich habe es geschafft und ich lasse mich nicht runterkriegen von dieser Krankheit. Weißt du, was ich auch wichtig finde, fällt mir gerade so ein und auf, wenn du so eigentlich niemanden hast. Das Thema Brustkrebs ist ja nun leider Gottes so ein großes Thema. Es gibt sicher überall in Deutschland auch Selbsthilfegruppen von Frauen, die das haben oder hatten. Vielleicht wäre es gut für dich, wenn du da einen Kontakt suchen würdest, um mit gleich betroffenen Frauen zu sprechen. Ich habe in meinem Bekanntenkreis direkt auch Leute, mit denen ich reden könnte. Ja. Die das gleiche Problem haben. Ja, wo wohnst du? In auf dem Land oder eher in einer größeren Stadt? Nee, es ist so auf dem Land, aber schon nicht so abseits zu irgendwas Größerem. So, dann mache ich nämlich jetzt den Vorschlag, dass du noch ausführlich mit meiner Psychologin sprichst, um auch noch mal ein bisschen zu quatschen. Wir haben ja jetzt leider keine Zeit mehr hier. Ja. Und dann bitte, ich meine Psychologin auch, die hört jetzt zu, noch eine Selbsthilfegruppe für brustkrebserkrankte Menschen in deiner Umgebung für dich zu suchen. Damit du, da kannst du überlegen, ob du da Kontakt aufnimmst, wo du jederzeit anrufen kannst und wo du einfach ein bisschen aufgefangen wirst. Ja. Und ich drücke dir von ganzem Herzen den Daumen, dass du es schaffst. Und ich bin sicher, dass du es schaffen wirst. Es musste mit sehr viel Tapferkeit und Mut und Kraft daran gehen. Und dann möchte ich in einer gewissen Zeit, Karin, nochmal mit dir sprechen. Okay. Versuchst du nochmal durchzukommen oder mailst uns und dann möchte ich wirklich gerne nochmal mit dir sprechen. Okay. Alles Gute. Jo, danke. Wir rufen gleich zurück. Tschüss. Okay, ciao. So, meine Lieben, das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zusehen. Ich bedanke mich auch bei meinen Mitarbeitern, bei Wolfram Spikowski, bei Uli Krapp, Roland Lohr, Gundel Blendin, Pamela Koppheil, Corinna Mindermann, Christian Part, Nikolaus Schelzig
und Elke Büchter. Wir sind in der Nacht von Montag auf Dienstag wieder hier, wieder mit einer freien Themennacht. Und ich erinnere nochmal an www.nachtlager.de. Da könnt ihr abstimmen, über welches Thema wir nächste Woche Mittwoch reden. Schöne Nacht und schönes Wochenende. Bis Montag. Ciao. Zwei Uhr. Oh, zehntausende Menschen haben gestern Abend in der italienischen Hauptstadt für die Freilassung der beiden im Irak entführten Italiener.